Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Mainz Eis von Turnvex Games, von Stanislaw Truchowski, dem aktuell letzten Horrorspiel, das ich noch vor mir hatte. Aber ich habe gelesen, es ist ein neues in Arbeit. Auf seiner Facebook-Seite hat er schon ein paar Bilder hochgeladen und Infos dazu. Ich bin schon sehr gespannt, wann das rauskommt. Ich freue mich sehr. Ich würde sagen, wir starten direkt das Spiel. Labern gar nicht groß um den heißen Brei herum. Turnvex Games, Game Developed by Stanislaw Truchowski. Please note, Mainz Eis contains flashing lights. If flashing lights affect any of your medical conditions, please avoid the game. Ja, aber das ist bei den meisten Horrorspielen so. Flashing lights, loud noises. This does not include any safe features. Okay. Kann man innerhalb von 30 bis 45 Minuten durchspielen. Also man kann nicht speichern, es ist dafür gedacht, dass man es in einer Sitzung durchspielt. Werde ich auch machen. Ich natürlich als ein Video jetzt wieder machen, so wie die anderen Spiele bis jetzt auch. Loading. Wake up. Wake up. Please. Why aren't you waking up? Wake up. Okay, wir haben gerade in unserem Bett gelegen und schön geschlafen. Also ein heftiger Sturm. Okay, das muss ich aber sagen. Das finde ich aber Quatsch. Drei Bilder, dreimal dasselbe Bild in verschiedenen Größen. Das, sowas hänge ich mir nicht ins Haus. Also einmal dasselbe Bild reicht. Das ist Blödsinn. Was haben wir denn hier? Das liegt auf dem Boden? Keine Ahnung. Hier ist Stromkasten. Lichtschalter. Licht ist immer gut. Don't remember this even being here. This ever being here. Oh je, ich hoffe doch mal, ich habe mich auf der Arbeit nicht erkältet. Ja, großartig. Licht an, bitte. Okay. Hallo? Das seems to be locked. Okay. Seitenschneider. Bolt Cutter. Probably can cut through thick chain. Ja. Das sollte ein Bolzenschneider ja wohl auch können. Licht. Oh, sowas will ich mir nicht ins Haus hängen. So ein großes Gesicht macht mich ganz paranoid. Scheint gläubig zu sein. Oh. Hallo? Ich hab doch... Ich kann es nicht anmachen. Psst. Was soll das? Das ist der Strom aus. Warum leuchtet der Teddybär? You have located one of five teddies. A bear used by the young to fall into a deep slumber. Whether good or bad, times the... Teddy bear will always be by your side. Collecting all five bears will drastically affect your overall score in the end. Wird das für ein alternatives Ende sorgen, oder... Oder ist es nur so ein
persönlicher Score just for fun. Es ist mega dunkel. Ich kann mich nur an den Lichtschaltern orientieren, aber die sind alle. Funktionieren alle nicht. Wo war denn der Stromkasten? War der nicht hier? Der war in dem anderen Raum. Moment, hier durch. Hier. Boah. Ist aber ganz schön dunkel hier. Ihr könnt wahrscheinlich gar nichts sehen. Ich habe ja bei meinem Bildschirm den Gaming-Mode. Deswegen kann ich die Türen sehen. Den Türrahmen kann ich erkennen, die Decke kann ich erkennen und auch Teile vom Boden. In einem bestimmten Radius. Ja, wirklich gut ist das natürlich auch nicht. Muss ich mich nur noch erinnern, wo der verdammte Stromkasten hing. Okay. Oder muss ich überhaupt den Stromkasten finden? Ich bin doch hier gerade. Hier ist eine Note. I heard what happened to Tom. Don't you dare forget that it wasn't your fault. The car lost control. There was nothing you could have done about that. The more you blame yourself, the harder this will all be. Tom will wake up, I promise. Call me if you ever want to talk. Janetta T. Okay, ich muss doch den Stromkasten finden, auf jeden Fall. Der war doch dann im Schlafzimmer bestimmt, nicht wahr? Schlafzimmer hier durchgeht. Hier muss er doch irgendwo sein. Ah, da. Oh. Hätte ich mir das mal vorher gemerkt. So ist es schon viel besser. Huh. Okay, jetzt habe ich mir aber gemerkt, wo ist. Das Wohnzimmer kommt mir sehr bekannt vor, lieber Herr Truchowski. Aber das ist jetzt deutlich besser modelliert und texturiert, muss ich sagen. Aber das ist exakt dasselbe Design, wenn man hier eine Treppe runterkommen würde. Es ist exakt dasselbe Design wie in, wie war das? Home from Work 2 war es, genau. Oh, ein sehr tolles Spiel. Schaut es euch unbedingt an. Schaut euch unbedingt die Turnvex-Playlist an. Wunderbar. Wall with a lamp above. Warum ist denn... Warum wird denn die Lampe so... so hervorgehoben? Den Code muss ich noch herausfinden. Ich würde den gerne herausfinden. Ich würde gerne den Safe knacken, bevor ich hier das Spiel zu Ende bringe. Frage ist nur, wo ich den Code finde. Vielleicht auf den Bildern versteckt? Oder bekomme ich den später noch? Der war doch vorher auch noch nicht da, oder?
vierstelliger Code. Oh, oh Gott! Fuck you. Oh Mann. Das ist so ein Arsch. Trutschowski. Sehen, ob sich jetzt wieder was verändert hat. Ja, das sind eigentlich soweit meine liebsten Horrorspiele. Die, bei denen man nicht weglaufen oder sich verstecken muss. Oder auch die, wo man nicht kämpfen muss. Sondern die, wo man einfach den Horror durchlebt. Mach ich dich auf. Was sind das für Geräusche? Was geht hier ab? Das gefällt mir nicht. Seltsam. Hey, Kumpel. Wie geht's? Was machst du in meinem Haus? Boah, es ist warm. Ich hasse den Sommer. Ich bin mal ein Wintermensch. Das war das einzige Bild, das runterfällt. Aber warum? Feueralarm? Feueralarm! Laut! Laut, viel zu laut! Ja, wunderbar. Where did the lever go? Okay. Jetzt muss ich den Hebel suchen, den Strom wieder anzumachen. Wo ist der verdammte Hebel hin? Gott, bitte kein Jumpscare. Ich hab da was gehört. In der Küche. Ist nicht schon wieder ein Jumpscare hier. Die Tür ist zu. Na wunderbar. Alles gut. Alles gut. Alles gut.
Ja, da ist die Tür aufgegangen. Ist wahrscheinlich die ganze Zeit zu war. Oh. Oder auch nicht. Oh! Fuck you. Ich sollte bei der Hitze kein Horrorspiel spielen. Hey. Oh nein. Dieses Hey kenn ich. Alles gut. Das Geld kenne ich auch schon. Er verwendet... Die Texturen kenne ich auch. Er verwendet einige Sachen wieder. Also ich habe hier jetzt schon... Sachen von... Ah, okay. So, dann shift to run. Ich erkenne einige wiederverwendete Texturen und Modelle aus, A Girl's Fabric Face und Dead Man's Journey. Oh crap, he's coming. Das sind schon mal zwei Sackgassen. Hier bin ich erstmal gefangen, glaube ich. Ja. Okay. Die Laufanimation könnte man verbessern. Laut! Ach, fuck. Okay. Hier kommt man aber auch nicht mit einem Mal durch, oder? Ich hasse Labyrinthe. Hier sehe ich keinen Weg, der weitergeht. Hier war ich noch nicht, oder? Doch, den hatte ich schon. Blödes Labyrinth. Okay, da ist er wieder. Wohl auf. Nein, das habe ich schon. Ja. Ah, das ist ein nerviger Part. Einen muss ich doch noch finden.
Zeichen habe ich schon. Ah, hier ist er. Das krieg ich nicht hin, oder? Nee. Ja, zeitlich nicht geklappt. Egal. Ich weiß ja jetzt, hier ist er. Da, offen. Oh. Jetzt bin ich wieder hier. Holy crap. What the hell just happened? Ein ganz übler Albtraum. Aber ich habe da auch keinen Teddybär gesehen. Kann es sein, dass in dem Labyrinth irgendwo einer versteckt war? Wahrscheinlich. Ich habe gerade mal ein paar Tasten ausprobiert und auf F mache ich anscheinend ein Licht an. Das könnte natürlich helfen, wenn der Strom wieder ausfällt, oder? Moment. Nee, das macht keinen Sinn, oder? L ist der 12. Buchstabe, 1 plus 2 sind 7. A ist der 1. Buchstabe. Ich probiere das jetzt mal aus. Nee, wäre zu schön gewesen. Um mich herum sind haufenweise Sachen gerade passiert. Es sind Lichter ausgegangen. Ich habe Stühle verrücken gehört. Keine Ahnung. Ich war gerade mit dem Tresor beschäftigt. Drückt vielleicht was? Nee, wäre auch zu schön gewesen, wenn es da steht. Oder vielleicht steht es da und ich kann es nur nicht erkennen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, was ist passiert? Will ich doch irgendwann brauchen, das weiß ich doch. Okay. Was habe ich da gehört? The fuck. Crowbar? And it is welded onto the chain. Ja, das ist ja komisch. Wie bekomme ich denn so eine Kette auf? Vielleicht mit einem Bolzenschneider? Wäre wohl eine Idee. Jetzt die Frage, was mache ich mit der Crowbar? Okay, ich habe jetzt eine Crowbar. Das Tresor bekomme ich wohl nicht damit auf.
A world with a lamp above. Ich weiß nicht, ob der Satz allein schon einen Tipp geben soll. Schade. Ich schätze, darauf werde ich nicht kommen. Ich schätze, das Rätsel werde ich nicht lösen können. Wahrscheinlich ist es mega obvious, aber ich blick da nicht durch. Ich mache den Schild jetzt auf, oder? Hm. Ganz viele Fleischerhaken, das gefällt mir überhaupt nicht. Office Key. Ich dachte, jetzt steht irgendwas hinter mir. Ah, warte, Office. Ah. Wahrscheinlich ist der Code für den Ressort so mega. Mega raffiniert gemacht. Erste Zahl die Anzahl der Bilder. Zweite Zahl die Anzahl der Fleischerhaken da drin. Dritte Zahl die Zahl der Wörter in dem Satz. Naja, wer weiß. Egal, schauen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir hier ja auch eins. This door seems to be jammed. Komme ich also so nicht auf. Leuchtet das so verdächtig rot? Muss ich wieder da reingehen? Habe ich das einfach nur das Licht anzumachen? Okay, nein. Ich schätze, ich werde hier reingelockt. Doch nicht. Wohin willst du, dass ich gehe? Oh nein, nicht schon wieder die Kettensäge. Ich glaube jetzt wieder, dass ich hier reingehe, oder? Nee? Hm. Jetzt bin ich gerade ratlos. Was willst du von mir?
Hier oben steht auch kein Code für den Tresor. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Im Moment. Das war gemein. What the fuck? Ich bin in meinem Büro. Holy shit. War gerade ein Kopf auf dem Schreibtisch. Again. Das war richtig fies, Kumpel. Richtig fies. Hi Tom, it's your mother here. I just wanted to see how you were doing. The doctor said that your coma is not so bad and that you should be up soon. I hope they are right. And I hope you're reading this right now. I just wanted to let you know that we never lost hope. Love your mom and dad. Sind wir Tom? Liegen wir im Koma? Ist das alles nur ein übler Albtraum, den wir hier erleben? Hier irgendein Code versteckt? Ich fürchte nicht. Liegen im Koma nach einem Autounfall scheinbar. Muss ich nochmal kurz in die Notiz hier reinschauen. Hey, what happened to Tom? Don't you dare forget that it wasn't your fault. Okay, ich dachte zuerst, das wäre an mich gerichtet, aber ich glaube, wir sind dann Tom. Wir liegen im Koma. Wer ist diese Gestalt, die wir sehen? Ist das unser Freund, der das Auto gefahren ist? Oder? Oder so in der Richtung? Na, ich weiß es nicht. Ich kann auch keine Kerzen mehr anmachen. Fuck. Okay. Müssen wir wieder hier rein? Okay, nichts passiert. Das geht nicht. Ach, wie schön. Na, das ist ja herzallerliebst. Na gut. Wieder ein langer Gang. You're finally beginning to awake, aren't you? Das erinnert mich an Deadman's Journey. Das ist ein Teddybär. Jetzt haben wir 2 von 5. Das könnte besser sein. Ups. Hoffentlich wird das gespeichert, dass ich jetzt safe, dass ich den Teddy habe. Ja, gut.
Das ist ein cooler Parkour-Teil. Gefällt mir. It's finally in your grasp, isn't it? Your consciousness. Just right there. E to upturn to obtain your consciousness. Also wachen wir jetzt auf? Tom. Tom. Is that you? Tom. Tom, did you wake up? Tom. You don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad? You have no idea what's coming. Das ist nicht sehr schön. End. Interessant. Thank you for playing and completing Mind's Eyes. Gerne doch. War mir ein Vergnügen. This was completed and published 2016. Okay. Ein kurzes und nettes Spiel. Wobei ich sagen muss, im Gegensatz zu... Okay, 34 Minuten, 9-mal gestorben, 2 von 5 Teddys, 25 Matches lit, Total Score 9551. Ja, gut. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen Spielen von Turnwax hat dieses Ende irgendwie so einen Schritt offen gelassen für eine Fortsetzung, fand ich. Es interessiert mich echt, wie das wohl weitergeht. Bis ich aufwache. Was er meinte mit, was ich noch für Wege zu laufen habe. Und vor allem, wo sind die anderen Teddys? Ich glaube, ich muss mal auf YouTube angucken, wo man alle Teddys findet. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Auf jeden Fall, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht auch mal in die Videobeschreibung zu schauen. Da ist nämlich der Discord-Community-Server verlinkt. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Könnt ihr viele mit vielen tollen Leuten schreiben und mehr über den Kanal erfahren, mehr über zukünftige Projekte und auch eure Vorschläge abgeben, was ihr gerne für Videos sehen wollt und so weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Moonstorm LP. Ciao.